passt es halt, 12 zu 12. Ich habe mir nicht zu viel versprochen, denn die Leute haben das auch gesagt. Ist klar. So, was ist jetzt noch mal? Ja, oder noch hier?
Tor auch gleich als erstes. Und aus seiner Sicht zum Spiel, ich weiß, er hat schlechte Laune, aber er hört ihm zu und ich bitte jetzt um Ruhe. Ich schenke den Dank zusammen mit dem Spiel. Es wird gute ein gutes Spiel von beiden Seiten, von Zuschauern und gut. Eine wunderschöne Stimmung hier, nach dem Spaß hier spielen. Natürlich ist es ein Klassik-Training, es ist ein Fußball, wir sind die Top-Mannschaft in Deutschland und so. Es macht Spaß, wenn man spielt dieses Spiel. Meine Mannschaft hat alle gegeben, ich bin trotzdem ein bisschen in der Lage, sehr zufrieden mit den Leistungen. Ich habe viel gegeben und natürlich bin ich ein bisschen nach vorne geschlagen. Aber nochmal, Dankeschön für diese wunderschöne Stunde hier. Danke. So, dann geben wir das Mikrofon weiter an Töber Alexandersen, also mehr Stimmung, das hat ja schon der Gästetrainer gesagt. Geh wahrscheinlich erstmal nicht, ihr habt gewonnen, 3-2, dein Spiel aus deiner Sicht. Ja, das heißt, Dankeschön an die Zuschauer, das war wirklich toll heute, das war super, super, super. Ein Spiel mit ja, viel Emotion dabei, beide Mannschaften haben sehr, sehr gut gekämpft und ich bin sehr zufrieden und stolz, dass wir zurückgekämpft haben, 1-2 Rückstand und bei der Fehlersatz auch mit ganz großen Rückstand zum Schluss 4 Punkte oder so. Auch 10-12 im 5. Satz. So, wirklich, das zeigt Moral und das zeigt auch Stärke. So, das freut mich wirklich. So, selbstverständlich, so gewinnen wir gegen Facebook-Geld ist ein Big Point für uns. Und ja, jetzt ist es eng geworden. So. Super Tag für uns. Es gab Fahrten, ja. Es gab ein, zwei Phasen im Spiel, da sah es für den Stimmender Sportclub nicht mehr gut aus. Ja, das Ding ist, dass wir fangen an, nicht zu tun, was wir uns vorgenommen haben. Wir versuchen alle Dinge ein bisschen sicher zu tun, nicht so viel Risiko im Angriff und so. Und das hat sich verbessert. Ich finde, dass wir ein super Spiel gespielt und wirklich super Moral gesagt. Und das zählt viel. Wir haben gerade ganz viel nach oben und es kommt zur Abstimmung und Tempo und alles. Aber wir versuchen jetzt unsere Stabilität, Salim spielt das Außenangreifen, das eigentlich am Libra. Wenn die kommt rein, machen ein super Spiel. Also ich habe das Gefühl, dass wir kommen langsam in Rennen jetzt. So, solange wir kämpfen und zeigen Moral, habe ich keine Zweifel. Das hat eine Qualität genug. Dankeschön hier an unseren Trainer Kurt Alexandersen. Dankeschön, Herr C. Wir kommen zur Wahl der besten Spielerin. Das darf dann hier erstmal unser Gästetrainer Leo Carlos Galado, beste Spielerin beim Stirliner SC. Erwähnen? Ja, Nummer 7. Die Nummer 7. Achso, ja, also das ist dann Mira Popic. Ja. Aus meiner Sicht auch fast unsere Liebe 100%. Mira kommt dann hier nochmal zu uns. Du kriegst auch gleich eine Medaille, die liegt doch oben auf dem Tisch, die lassen uns auch bald holen. Und auf der anderen Seite die beste Spielerin bei den Runden im Rahmen durch Tor Alexandersen. Nummer 18, Natalia Körper. Sagen wir auch nochmal. Natalia Korokova, beste Spielerin, kommt hier auch nochmal auf unsere Seite. Vielleicht aus deiner Sicht nochmal ein Wort zum Spiel. Ich kann kein Englisch, dann muss und Tore übersetzen. It was a great game. You did a great job as a team and the performance was good and the fans were great. Also mein Schulenglisch hätte dafür nicht ganz ausgereicht. Thomas, sag nochmal ganz kurz Ihr Kommentar. Wir haben gesagt, wir haben ein gutes Spiel gespielt und die Fans waren super. Dankeschön. Gut, dann wollen wir mal wieder erklären. So, vielleicht noch ein Satz zum Spieler. Auf Englisch. Sag nochmal, so ein Englisch Kommentar aus der Sektion. It was a good game. Da halten Sie also alle sehr bedeckt.
Glückwunsch an den Schwieriger Sportclub. Sicherlich im Volleyball gibt es ja kein Unentschieden. Und ich muss auch sagen, ein ganz tolles Ding hier. Wir haben das Ding gemeinsam gewonnen mit euch, mit den Fans. Die Mannschaft hat gekämpft bis zum Unfall. Da müssen wir auch noch Dankeschön sagen. Mercedes in Schwerin haben Ihnen das heute alle präsentiert. Sie sind herzlich wieder gesehen hier bei uns in der Arena Schwerin zum nächsten Heimspiel. Die beiden Ladies bleiben gleich noch hier. Die Medaillen werden jetzt ganz frisch geholt. Und Torben, vielleicht noch einen Satz von dir und dann beenden wir das Chaos. Guerrero möchte gleich auch nach Hause. Nächste Woche hinaus ist gegen Wiesbaden, aber Nils hat den zwei Tage frei und das hat damit nicht verdient. So, das war's hier aus unserer Sicht. Schön, dass ihr hier wart. Ich meine, ihr habt ein tolles Spiel gesehen. Schönes Wochenende noch und bis zum nächsten Mal.